Die Modellpolitik fängt aktuell im Hause von Mitsubishi beim Space Star an. Die eine Karosserievariante bietet immer vier Türen plus Heckklappe. Wie gewohnt heißen die Ausstattungsvarianten bei Mitsubishi Basis, Plus und Top. Die 71 PS Einstiegsmotorisierung ist für die beiden unteren Ausstattungsvarianten verfügbar. Greift man zur Version Top, ist damit auch die größere 1,2 Liter 80 PS der beiden Dreizylinder-Motorisierung gewählt. Diese verfügt alternativ, wie bei unserem Testwagen, auch über das stufenlose automatisierte CVT-Getriebe. Stufenlos in diesem Zusammenhang heißt, dass eine Antriebskette zwischen zwei Variatoren läuft und sich das Übersetzungsverhältnis im Getriebe bedarfsweise anpasst. In der Praxis wird hierbei das Drehzahlniveau, insbesondere im urbanen Umfeld, sehr niedrig gehalten. Der Space Star ist alles andere als überausgestattet. Prädestiniert als im Stadtverkehr eingesetztes Fahrzeug hätte ich mir zumindest eine Parkdistanzkontrolle und einen Totwinkelassistenten gewünscht. Die Lenkung ist sehr leichtgängig. Der Wendekreis beträgt lediglich 9,2 Meter im Durchmesser. Das Fahrwerk ist weich und komfortabel. Einen sportlichen Anspruch an sich selbst hat der Space Star nicht. Laut Herstellerangaben bietet der 1,2 Liter mit CVT-Getriebe eine Höchstgeschwindigkeit von mehr als 170 km/h. Ich habe es aber nicht ausprobiert. Oberhalb der Richtgeschwindigkeit wird es zunehmend zäher und macht auch keinen Spaß. Der Space Star verkörpert mehr die praktische Einkaufstüte oder das Pendlerauto. Zum wirklich Schnellfahren oder zum Reisen gibt es bessere Alternativen. Im gemischten Stadt- und Überlandverkehr bin ich mit 5 Liter auf 100 Kilometer ausgekommen. Bei Richtgeschwindigkeit benötigt er 1 Liter mehr. Der 35 Liter fassende Kraftstofftank sollte immer für mehr als 500 Kilometer reichen. Die Einstiegsversion des Space Star wird für einen vierstelligen Betrag offeriert. Einen günstigen Moment beim Mitsubishi-Händler abgepasst bietet dieser Neuwagen. Dank niedriger Wartungs- und Servicekosten, weil er bewusst auf Turbo- und Raketentechnik verzichtet, viel Auto für wenig Geld.